So, jetzt geht's wieder weiter. Ja. Was, bin dabei. Ja, wie gesagt, da habe ich schon, wie gesagt, meine Gedanken drüber gemacht, so Merchandise-Artikel, so LPLS oder so, aber da muss ich auch erstmal eine Idee für das vernünftige Logo haben und da muss man natürlich auch. Wenn Sie vielleicht mit Ihnen reden könnten. Sie hören auf Sie. Also ich verstehe beim besten Willen nicht, was das mit mir zu tun hat. Das Dorf schaut zu Ihnen auf. Ich glaube, nach dem, was passiert ist mit Mr. Coles, Mrs. Boughton und den anderen, brauchen die Leute einen sicheren Ort zum Reden. Vielleicht finden Sie, dass Ihre Kirche kein Ort ist, an dem man sich besonders sicher fühlt. Ich brauche keine Vergebung von Ihnen oder denen. Wer du auch bist, der da richtet. Denn worin du einen anderen richtest, verdammst du dich selbst. Römer Kapitel 2, Vers 1. Hab Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden. Matthäus, Kapitel 6, Vers 1. Nicht um mein Urteil sollten Sie sich sorgen, Pater. Aber gut, ich rede mit Barbara. Sie soll in der Praxis einen Zettel über einen Zusatzgottesdienst aufhängen. Zufrieden? Okay. Nee, um nochmal darauf zurückzukommen, hier, wie gesagt, Merchandise-Artikel. Ja, klar, wenn, dann würde ich sowieso, sag ich mal, so T-Shirts machen, die natürlich alltagstauglich sind und irgendwie so, dann wird da drauf schon irgendwie so LPLS oder halt zum Beispiel hier, Everybody's Gone to the Watte, sowas halt, so halt T-Shirts und solche Klamotten. Aber man muss natürlich dabei auch bedenken, das habe ich natürlich auch schon so drüber nachgedacht, man muss natürlich auch erstmal investieren dann in die Aktion. Und dann muss man natürlich schauen, ob sich das Ganze rentiert. Und dann muss man natürlich auch, sag ich mal, man kann ja nicht einfach... Huch. Okay, da ist anscheinend ein Grafikfehler. Muss man das Ganze natürlich auch anmelden, steuerlich und alles. Und, einfach, ich muss halt mal schauen, ich muss das alles noch überdenken. Klar, wenn viele wahrscheinlich dabei sind, die sowas holen werden von mir. Keep calm and watch LPLS. You know what LPLS is? Und auf der Rückseite dann die Adresse. Ja, mal gucken, keine Ahnung. Nur mal noch ein paar Gedanken. Wie gesagt, ich habe da schon so drüber nachgedacht gehabt. Vielleicht auch so ein Pulli für den Winter. Ein T-Shirt, ein Pulli oder sowas. Mal gucken. Einmal bitte in XS und einmal in XXL. Okay. Jetzt werden schon die Bestellungen werden schon. Mit Flexis Gesicht. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube, er will da mit so einer Hackfresse auf dem T-Shirt rumlaufen. Nein. Nein, das möchte ich nicht. Nein. Okay, XS und XL wäre es. Jetzt sind schon die Bestellungen raus. Nein. Wie gesagt, ich muss mir da noch ein paar Gedanken drüber machen. Wie gesagt, ich hatte schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht und alles. Schon schweben mir schon so ein paar Sachen im Kopf. Ne? Mal gucken. So, willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr an alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Ich würde mal einen Woody mit der Aufschrift Everybody's Gone to the Watte bestellen. Jawohl. Ich finde den Spruch irgendwie voll geil. Everybody's Gone to the Watte. Ah, hier waren wir ja schon, ne? Stimmt. Wo war denn jetzt die Straße? Warte mal. Ach, da hinten war das, ne? Genau, da müssen wir hin. Ansonsten hätten wir das Dorf soweit eigentlich schon durch. Ich habe mal gesagt, weißt du, ich habe einmal gesagt, ich liebe Watte, aber da ging es mit der Watte los, ja. So, da waren wir auch schon gewesen. Sehr schön. Wattealarm! Da waren wir auch, da ist die Chirurgie, ihr erinnert euch, mit dem Doktor. Der herausgefunden hat, dass sie alle Nasenbluten haben. Was? Ich auch, das finde sogar meine lustig genug, um es zu kaufen. Hashtag everybody's gone to the Watte. Total sexy Watte. Ja, dann gehen wir mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Ist es wieder Jeremy? Wendy. Und das ist also Wendy. Was mag uns Wendy zeigen?
Huch, hey Wendy. Hui. Hui. Wendy war doch früher dieses Pferdemagazin, oder? Was man immer als Kind immer, als Mädels immer gekauft hat am Kiosk, oder? War das nicht die Wendy? Ich kann mich entsinnen, da war irgendwas. Flexi, habe ich für 13 eine erwachsene Stimme? Ja, hat sie. Ja, muss ich sagen, hat sie. Auf jeden Fall. So. Ja, die liebe Wendy. Mal gucken, was die Wendy so... Nur was drauf steht, ist auch Watte drin. Oh, nur für ein paar Tage, ja. Gleich morgen früh. Ich will nicht, dass die Kinder sich diese Dritte holen. Bestimmt ist es dieser Vater Jeremy. Er verbreitet sie überall, während er alle dazu nötigt, für das Sommerfest zu spenden. Es ist eigentlich recht ruhig im Dorf, Wendy. Prost. Niemand da zum Nötigen. Oh, Pater, ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Offensichtlich. Ich wollte Amanda nur erzählen, dass es Vandalismus im Dorf gegeben hat. Bestimmt nur Teenager. Taggen nennen sie das wohl. Jemand malt Türen und andere Dinge an. Diese Rowdies. Ich sage Neil, dass er alles gut abschließt, wenn wir losfahren. Ein guter Mann wie mein Eddie ist fort. Und diese Strolche und Lümmel laufen herum und verschandeln alles. Er hat alles für sein Vaterland gegeben. Und was hat er dafür bekommen? Nichts als einen frühen Tod. Er hatte ein gutes Leben, Wendy. Er hatte ein kurzes Leben. Ich halte mich an meine Vögel, Pater. Die leben ein unbeschwertes Leben. Schlicht und frei. Ganz so, wie Gott es gewollt hat. Okay. Wendy war nicht so, glaube ich, überzeugt vom Pater. Naja. Ich höre schon wieder ein Radio. Ich glaube, das ist da oben, oder? Kann das sein? Kommen wir da rauf? Wollte ich immer haben früher, ein Baumhaus. Jeder Computer im Observatorium zeigt jetzt 6.07 Uhr am 6. Juni 1984 an. Ich weiß nicht, was das bedeutet. 6. Juni 1984. Was mag das bedeuten? Oh, ein Rubrikwürfel. Wer hat den nicht auch besessen früher? Hm? Aber der ist ein bisschen größer wie die normale Version, oder? Naja. So, kurz AFK, Zähne putzen. Ja, mach das. Huch. Es geht nach unten. So, willkommen zur Let's Play Live schon alle neuen Zuschauer. Moin Bulli, ich grüße dich. Moin, wann haust du Boxenstopp 10 raus? Montag. Montag geht's wieder weiter, 20 Uhr. Nee, warte mal. Ja doch, 20 Uhr, genau. Montag 20 Uhr. Da kommt die Folge, wo du auch dabei bist. Wo wir über die 90er reden. Immer montags 20 Uhr und Mittwoch 20 Uhr kommt eine Folge Boxenstopp. So. Und schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und zu Everybody's Gone to the Watte. So. Guten Hunger? Ja, guten Hunger. Wer auch immer, ich hab's nicht gelesen. Ach ja, hat's leider guten Hunger? Was, wenn man sich Zähne putzt, guten Hunger? Hä? Aber die Uhren stehen alle auf... 7 nach 6, ne? Vielleicht wurde die Zeitlinie auf dem Datum durch ein Ereignis zurückgedreht. Verrückte Idee. Hashtag verrückte Idee. Ja. Ändere bitte den Betreff. Welchen Betreff? Achso, du meinst wahrscheinlich jetzt hier, du meinst wahrscheinlich die Beschreibung vom Stream. Ja, jetzt gerade nicht. Es ist gerade... Bin gerade mitten im Game. Wenn, dann mache ich das vielleicht in der Pause mal oder so, aber ich glaube nicht. Aber mit den T-Shirts finde ich schon voll geil. Könnte ich mir lustig vorstellen. Ich sag mal, wenn man so auf so einer Gamescom rumläuft und man trifft sich so auf der Gamescom und da kommen so 10 Leute an, die haben alle das T-Shirt, everyone's gone to the Watte. Nee, ist doch nicht schlimm, Bulli. Macht ja nichts. Du kannst ja da mitfahren. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ne? Macht ja nix.
Da hast du jetzt nicht irgendwie gestört oder so. Nee, auf keinen Fall, ne? Nee. Macht ja nichts. So. Aber ich würde es machen. So, jetzt kommen wir hier lang. Will ich jetzt hier schon lang gehen oder würde ich gerne vorne nochmal... Ich glaube, vorne war doch... Ging es vorne noch weiter? Ich weiß gar nicht mehr. Los, auf 1000 schaffen wir. Boah, 1000 Kommentare, das ist schon so lange her. Das ist schon so lange her, dass mal wieder 1000 Kommentare waren. Und auch mit den Zuschauerzahlen bin ich echt mal gespannt. Wie gesagt, vielen lieben Dank, dass ihr alle da seid. Okay, wir könnten da lang gehen, wir könnten aber auch durch den... Ich glaube, durch den Wald ist, glaube ich... Was, nackig? Wer ist nackig? Wer ist nackig? Sind da schon gut dabei. Ich würde gleich was zeichnen als Logo, okay? Lockerflockig. Lockerflockig wie Watte. Meinst du schon wieder dieses Watte-Thema? Soll ich euch mal einen schönen Ohrwurm vorsingen, den ihr auch im Boxenstopp wahrscheinlich hören werdet? Wollt ihr es hören? So, hier haben wir wieder... Ah, eine Park... Ah, wie schön. Hm. The Voice of the Stars. Also die Stimme der Sterne haben wir ja schon mal gesehen, das Buch. Dann aber auch Face-Posten. Genau, auf Facebook posten. Und du bist immer noch nicht in der Let's Play Live Show Gruppe beigetreten, Love. Schäm dich. Schäm dich, stell dich in die Ecke. So. Was ist Insider-Flex? Achso. The stage is yours. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Mit Zott-Sahne, Joghurt, sahnig, fruchtig, frisch und frei. Und dann hinein ins Weekend-Feeling. Lass dich mal gehen, schalt einfach ab, erleb den sahnigen Geschmack. Mit Zott ins Weekend-Feeling. So, jetzt habt ihr einen Ohrwurm. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Nein, das soll, was soll sie nicht, was... Das soll sie nicht? Was? Kann aber nicht zeichnen. Was? Muffins ist auch lecker. Doch, du kannst sein, Bolle. Was? Du bist eine Pflaume. Was denn jetzt? Ich verstehe ich nicht. Ich höre schon wieder ein Telefon. Was ist denn hier schon wieder los? Hinein ins Watte-Feeling. Oh mein Gott, ist das Lied alt, aber cool. Lass dich mal gehen, schalt einfach ab, erleb den sahnigen Geschmack. Hinein ins Weekend Feeling. Soll sich nicht in eine Ecke stellen, das will ich. Das will ich nicht. Wieso in eine Ecke stellen? Warum? Okay, ich wäre mal, was? Gastfahrer bei Boxenstopp? Ja, auf jeden Fall. Würde ich mich sehr freuen, wie wir alle auf jeden Fall. Hey Danny, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und willkommen zum Live-LP von Everybody's Gone to the Watte. Was haben wir denn da? Ist das ein Friedhof? Nein, oder? Da ist noch eine Parkbank. So. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollei, hollei, hallo. Hey, sag mal, wird eure PlayStation 4 auch sehr laut mit diesem Spiel? Keine Ahnung, ich habe Kopfhörer auf. Entschuldigung. Entschuldigung, das war so ein Reflex von mir. Das, mit dämlichen Antworten von mir musst du immer rechnen, ja? Imagicus, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Willkommen erstmal zur Let's Play Live Show. Du, kann ich dir gar nicht sagen, habe ich noch nie drauf geachtet. Ich habe das Spiel ja heute erst einmal an und die ganze Zeit immer nur Kopfhörer auf. Müsste ich vielleicht gleich mal in der Pause mal... mal mir anhören, ob es wirklich so laut ist, weiß ich nicht, ne? Ne, bei uns ist alles in Ordnung, Vorsprung durch Technik, was denn? So. Goldstück, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Was? Keine Links posten, bitte. Bitte keine Links posten. Das mag der nicht.
Nächste Woche schönen Urlaub. Hast du diese Woche schönen Urlaub? Ey, das ist unfassbar. Heute schreiben alle in den Stream rein, ich habe 3 Wochen Urlaub. Ich habe morgen Urlaub. Alter, ihr habt alle Urlaub, ihr Ferkels. Das gibt's gar nicht. Wieso habt ihr alle Urlaub? Toll. Alle Urlaub. Aber schön, dass ihr alle Urlaub habt. Was steht? Was? Z100 Platz? So. Achso, ich dachte schon, brennt da oben Licht. Das sah so merkwürdig aus. Ich habe 6 Wochen wieder Schule. Okay, hat jemand gesessen mit einem Fernglas? Was ist das für ein Buch? Was? Hedgerow Birds of England? Okay. Der hat Vögel wahrscheinlich. Bis Ende August. Alter Schwede. Was? Was? Sie sehen aber abgespannt aus heute Morgen. Der dämliche Hund hat mich wachgehalten. Und da war so etwas am Himmel. Dem Radio nach war es ein Gewittersturm. Aber ich weiß nicht, was es war. Heute Morgen lagen tote Vögel im Garten. Tut mir leid, das zu hören. Ob das vielleicht mit den atmosphärischen Störungen zu tun hat? Das weiß man Steven bestimmt. Ich wollte ihn sowieso anrufen. Wendy, ich bin vorbeigekommen, weil wir ein paar Zwischenfälle mit einigen der älteren Dorfbewohner hatten. Mrs. Borton ist, wie soll ich sagen, verschwunden. Hat sich zweifellos irgendwo verlaufen. Ich wollte nur kurz nach Ihnen sehen. Das KFK spricht von einer starken Grippewelle. Ja, aber ich bin mir da nicht so sicher. Aber keine Kopfschmerzen, Nasenbluten, keine Gelenkschmerzen oder Verdauungsprobleme? Dr. Wade, ich bin gesund wie ein Fisch im Wasser. Kümmern Sie sich lieber um ein paar wirklich kranke Leute. Und falls Sie meinen Sohn sehen, sagen Sie ihm, dass seine Mutter ihn sucht. Weißt du Bescheid? Also ist der Sohn anscheinend auch verschwunden. Von Wendy. Und puh. Ich finde es immer schön, wenn es ein bisschen mehr beleuchtet ist hier, aber haben die keinen Lichtschalter hier? Das gibt's gar nicht. Immer auf der Suche nach den Lichtschaltern. Ist ja unfassbar. Ja, mein Gott, das ist schwierig jetzt noch so eine... Ja, sag mal, wir können höchstens... Und die Uhr ist immer noch... Sie läuft zwar, aber die sind alle stehen geblieben. Ja, aber mit der PlayStation 4 lauter werden ist eigentlich... Das stimmt schon, ist normal. Ich habe gerade eine Freundschaftsanfrage erhalten. Nehme ich an, sobald der Stream zu Ende ist. Nicht böse sein. Dass ich nicht jetzt tue. Und ja, gut, sag mal, ich hatte das auch bei Rocket League habe ich auch, dass die PlayStation etwas lauter war, aber ich mache mir da keine großartigen Gedanken. Ja, Roman, danach sehne ich mich auch gerade ein wenig. Ich bin froh, dass du fragst. Ich bin wirklich froh, dass du fragst, denn ich hatte gerade das auch schon beim nächsten, was? Schönen Aussichtspunkt, eventuell Pipi-Pupu-Pause. Ja, Franzi, ja, Roman, wie gesagt, ich, hat das gerade auch schon in Gedanken gehabt. Denn erstens würde ich jetzt für YouTube dann für dich auf YouTube natürlich jetzt auch schon die Folge etwas beenden. Und wir hier im Stream machen dann eine kleine Pipi- und Pupu-Pause, Chipsol-Pause, Trinkol-Pause, Raucherpause, gemütliche Pause und dann, so eine tolle Aussicht ist es auch nicht hier. Kann man hier drauf? Bitte, 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 bitte. Ja, 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 ja. Nein, kann ich nicht. Hallo? Verdammt. Gedankenübertragung, habe ich auch gerade gedacht. Was? Wieso? Was für eine instabile Blase habt ihr alle? Habt ihr bitte alle? Du trinkst zu wenig, Hexe. Ich schau mal, komm mal hier irgendwie nochmal raus, oder? Nee, okay. Dann gehen wir doch in die Richtung. Ich guck mal, dass ich einen schönen Aussichtspunkt finde. So. Ach, wie schön. Ah, wie, aber ich glaube, dass ich hier nicht keinen großartigen Aussichtspunkt für... Obwohl, das geht eigentlich. Ich sag mal, das kann man ja eigentlich lassen, so mit dem Weg und alles.
das eigentlich... Ah. Mit der schönen Musik. Ja, entlasse ich euch in eine klitzekleine Pipi-Pupu-Pause und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich hier entspannt wieder in der Let's Play Live Show. Und für dich auf YouTube, wie gesagt, geht's in der nächsten Folge weiter. Also, bis gleich.